Wir lehnen einige solcher Angebote ab und entscheiden uns dafür, aus dem Auto heraus zu filmen. Tagsüber, versteht sich. Auch dies ist nicht ohne Risiko. Zum einen besteht die Gefahr, von den Amerikanern beobachtet zu werden, und dies führt zur sofortigen Festnahme. Und zum anderen ist nie sicher, mit welchen aufständischen Gruppierungen man es zu tun hat. Diese bestehen aus den ehemaligen Saddam-Anhängern, radikalen Sunniten und Schiiten, ausländischen Söldnern und einfachen Kriminellen. Und dann gibt es noch die ganz einfachen Iraker, die die Amerikaner hassen, weil Familienmitglieder von ihnen erschossen wurden oder weil sie verhaftet wurden. Der irakische Geheimdienst schätzt, dass sich 40.000 aktive Kämpfer und 200.000 Mitläufer dem Aufstand angeschlossen haben. Laut US-Militär soll es täglich 60 Anschläge im Irak geben. Dass die Aufständischen sich relativ frei bewegen können, bedeutet nicht, dass alle Iraker sie unterstützen. Es ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass die Mehrheit der Bevölkerung wünscht, dass die Amerikaner ihr Land verlassen. Der Unmut ist besonders offensichtlich in Sadr City, dem größten Armenviertel Bagdads. Die Amerikaner wollen unser Öl klauen. Sie sind nicht hierher gekommen, um uns zu befreien. Gerade vorgestern haben die Amerikaner 13 Menschen vor dem Rathaus erschossen. Aber sie haben doch geplündert. Das stimmt nicht. Die Menschen waren dort, um ihre Forderungen bezüglich Sicherheit, Strom und Wasser zu stellen. Die Amerikaner haben einfach das Feuer eröffnet. Warum? In einem Land, wo vor kurzem noch Benzin billiger war als Wasser, ist die Kraftstoffknappheit ein besonderes Ärgernis. Zum einen ist das Auto das Verkehrsmittel im Irak. Zum anderen sind die Menschen durch die katastrophale Stromversorgung von Diesel abhängig, um ihre Generatoren zu betreiben. Wir haben hier keinen Strom, kein Wasser. Vor allem fehlt es an Sicherheit. Wo ist die vielversprochene Demokratie? Die Amerikaner kommen hierher, verbreiten Chaos und gehen wieder. Ist das die Demokratie, die Bush uns versprochen hat? Wir fahren quer durch Bagdad auf der Suche nach anderen Meinungen. Wir sind in Saddamia. In diesen Hochhäusern hat früher Saddams Sicherheitspolizei gewohnt. Heute sind hier Iraker, die mit den Amerikanern zusammenarbeiten, untergebracht. Ein Besuch bei der Familie Awad. Shoaib arbeitet als Dolmetscher und lebt hier mit seiner Tochter Samar und Frau Khadija. Ich arbeite für die Amerikaner und bin stolz darauf. Ich arbeite mit ihnen, um meinen Landsleuten zu helfen. Viele Iraker bitten um unsere Hilfe. Ich versuche zu helfen, aber auch die amerikanischen Soldaten und Offiziere. Also nochmal, wir versuchen gemeinsam den Menschen zu helfen. Die Amerikaner werden erst dann gehen, wenn es eine gefestigte irakische Regierung gibt. Diese wird für Stabilität und Sicherheit sorgen. Ich hoffe, dass sich dann die Sicherheitslage verbessert, alle Arbeit haben und glücklich sind. I hope that all Iraq, not only Baghdad, all Iraq will be safe and everybody can get a job and live a happy life. Shoaibs Sohn Luai hat auch für die Amerikaner gearbeitet. Deswegen erhielt er Morddrohungen und musste das Land verlassen. Weihnachten ist zwar längst vorbei, aber allabendlich versammelt sich die Familie an dem Weihnachtsbaum, den die Amerikaner Luai schenkten. Trotz dieses Ereignisses ist Shoaibs Optimismus bezüglich der Zukunft seiner Heimat bemerkenswert. Wie der neue Irak jedoch aussehen wird, entscheiden hauptsächlich die Schiiten im Süden des Landes.
Bei einer ihrer Demonstrationen in Kerbala fordern sie den Abzug aller fremden Truppen im Land. Sie sind die größte Bevölkerungsgruppe im Irak, aber vom gewalttätigen Aufstand haben sie sich bisher zurückgehalten. Denn sie wussten, allein durch ihre Majorität würden sie eine demokratische Wahl niemals verlieren. Seit Jahrzehnten von Saddam unterdrückt, haben sie wie erwartet die Wahlen im Januar gewonnen und wollen nun die Macht. Die Al-Hussein-Moschee in Kerbala, die wichtigste Pilgerstätte der Schiiten. Der Prediger kommt gleich zur Sache. Wir sagen Nein zu Saddam, Nein zu Amerika, aber Ja zum Islam. Der Andrang zum Freitagsgebet ist sehr groß. Die Gläubigen sind aus dem ganzen Land angereist, viele sogar aus dem Iran. Gebetet wird nacheinander in mehreren Schichten. Immer mehr Schiiten zeigen sich kompromisslos. Der Irak müsse eine islamische Republik werden und nach der Scharia, den islamischen Gesetzen, regiert werden. Man darf sich nicht ausmalen, wie es im Irak aussehen würde, wenn die Wünsche der Schiiten nicht in Erfüllung gehen. Viele irakische Politiker sprechen jetzt schon von einem Bürgerkrieg. Circa 300 Kilometer südlich von Kerbala liegt Iraks zweitgrößte Stadt Basra, Hauptquartier der britischen Truppen entlang dem Kanal Shatt al-Arab. Die 9000 Briten sind für den größten Teil des Schiitengebietes zuständig. Aber auch die rund 1200 Kilometer lange Grenze zum Iran, Kuwait und Saudi-Arabien müssen sie beaufsichtigen. Die britischen Soldaten halten sich vor allem im Hintergrund. Es gibt keine Patrouillen, die Privathäuser stürmen. Sie versuchen, für Ruhe zu sorgen. Dies könnte sich jedoch bald ändern. Wir wollen wissen, wie sie auf einen möglichen Aufstand der Schiiten vorbereitet sind. Doch da ist man selbst bei den Briten im Irak skeptisch. Zum einen ist die Anzahl der Soldaten nicht ausreichend, zum anderen ist ihre Ausstattung veraltet, anfällig und improvisiert. Die Land Rover fallen ständig aus und die Panzer sind nahezu museumsreif, wie uns dieser Sergeant erklärt. Wehrtechnik ist nicht billig. Keiner will das einsehen. Hier heißt es, nimm, was du kriegen kannst. Und was sind das für Panzer? Dies hier ist ein sogenannter 4K-Serienpanzer. Schon 1965 in Auftrag gegeben, also ziemlich alt. Daneben ein russischer BMD-Panzer, den wir hier vorgefunden haben. Und nun ein Stück britischer Improvisationskunst. Zur Abwehr von Panzerfäusten und Raketen ein selbstgebauter Gitterschutz rund um den Panzer. Auch das Funksystem funktioniert mehr schlecht als recht. Die Alternative, das lokale Handynetz. Ein Sicherheitsrisiko, denn das kann abgehört werden. Sogar die Gewehre der Soldaten hatten bis vor kurzem Ladehemmungen. Nur durch einen Eklat in der britischen Presse wurde dieser Fehler behoben. All diese Unannehmlichkeiten tragen die Soldaten mit typisch britischem Humor. Aber die Unterbringung in einfachen Zelten ist sehr gefährlich und wird deshalb heftig kritisiert. Haben Sie am Flughafen die Unterkünfte der Offiziere gesehen? Die Räume sind zwar klein, aber gegen Mörser gesichert. Doch hier, direkt in Basra, wohnen die meisten britischen Soldaten. Alle zwei Wochen schlagen hier Mörser ein. Wir können nur von Glück reden, dass wir bis jetzt nicht getroffen wurden. Ein Treffer und es wird Dutzende Tote geben. Manchmal wurden wir rechtzeitig gewarnt und konnten im Hauptquartier, Basras Hotel, Schutz suchen. Aber es gab auch Zeiten, da saßen wir hier. Ich will ja nicht jammern, wir sind schließlich Soldaten. Doch ein wenig Mörserschutz wäre nicht verkehrt. Der Typ, der für die Offiziere den Tee kocht, ist besser geschützt als wir. Er scheint wichtiger zu sein als wir. Und dann zeigt er uns ironisch seine kugelsichere Weste. Eine handbreite Platte vorne und eine hinten sollen ihn vor Kugeln schützen. Abends wieder eine Mörserwarnung. Eine weitere ungemütliche Nacht für die Soldaten.
Wie